Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Raft im Multiplayer zusammen mit Hannah, Hallo. Pascal. Hallo. Und wir sind immer noch hier in diesem Paradies, Balboa, Dingsbums. Insel, Kuppel, Gedöns, irgendwas. Genau, und als wir letztes Mal sind wir ja dort oben, haben wir geendet, beziehungsweise sind dann mit dem Fahrstuhl hier runtergefahren und hier raus. Da haben wir noch eine Notiz eingesammelt und das war folgende. Lass mich gucken. Die hier. No, sir. They haven't done anything hostile. Yes, they're still just chanting. Yes, sir, I am armed. But if I may speak freely, we are able to use the water cannons if... Yes, sir. No, sir. Tully says shoot to wound. Ach du Scheiße, ey. Lass mal überlegen. Ich bin gerade noch an der Vending Machine. Wir haben 20. Ein Klavier? 20 haben wir schon davon. Ja, so ein Klavier können wir uns auch, das können wir uns Gemeinschaftsraum stellen. Nur so ein Klavier unten rausgefallen, wer kennt's nicht? Und ein Radio. Geil. Es ist cool. Wow. Es gibt hier noch Gerichte und Flaschen, okay. Aber hier sind ja nur noch Pflanzen, ja, sozusagen, die wir noch kaufen können. Mit Wasser für eine Münze. Übrigens, so kurz zu erklären, warum wir alle Bäume auch wieder da sind. Wir sind einmal weggefahren und sind dann wieder hierher. Das heißt, alle Bäume sind respawned und ich gehe auch mal davon aus, dass, also ich überlegen, was wollte ich sagen, die Münzen und der bisschen Loot vielleicht in den Gebäuden wieder respawned ist, sodass man hier sozusagen mehr Pflanzen kaufen kann. Das ist jetzt so davon, was ich ausgehe. Aber bevor wir das machen und hier nochmal erkunden durch, ja, würde ich sagen, fahren wir erstmal nach oben. Sind noch welche dabei, die wir gar nicht craften können. Ja, das stimmt. Aber gut, wir schauen uns da die Main Tower an, weil ich denke mal, da hier wird die Story weitergehen, ne? Naja, wo sonst? Da waren wir sonst schon eigentlich wieder. Beziehungsweise, ich habe auch noch einen geheimen Knopf gefunden. Den müssen wir auch noch abchecken. Moin. Und wer ist denn da? Eine Leiche. Raphael, du kannst dich hier muten. Denn wir haben auch einen weiteren Mitspieler hier dazu bekommen. Und zwar den Raphael. Zufällig hier gefunden, ne? Hanna, bringst du ihn zurück? Ja. Gut. Großes Lager. Schrank. Großes Lager. Schrank. 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 Das ist ein riesiger Schrank. Toll. Hinweis. Oh Gott. Was steht denn da? Aber die. Schau mal auf Seite 27. Ja, diese Schränke, die brauchen unglaublich viel Titan, wenn ich mich erinnere noch. Ist das der Code? Das ist ein Rätsel. Also, ja, da haben wir noch irgendwas. Ich hätte gerne helfen, aber ich kann den Hinweis nicht hören. Ey, das ist kein Hinweis, der ist nur ein Buch. Da ist so eine Seite. Das ist jetzt Zeichen. Exterior Lane, keine Ahnung, was es sein soll. Ja. Es ist ein vierstelliger Code. Ich gehe erstmal nochmal zu diesem geheimen Raum, wo ich war. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Was ist da? Will jemand mitkommen? Nö, okay. Moment. Raphael, hast du eine Flasche, aus der du trinken kannst? Nein. Okay, dann mache ich dir jetzt mal eine. Aus Glibber. Ich weiß. Hier waren wir noch gar nicht drin, hä? In so einem großen Haus. Oder ist alles gerespawnt? Nee, hier waren wir noch nicht drin. 12 und 14, hier waren wir garantiert noch nicht drin. So viel zu, ich war überall. Raphael? Hier, zwei Stück. Und vergiss nicht, die Filter erstmal aufzufüllen und dann kannst du das Wasser rausholen. Ja, ich geh links. Nicht auf der anderen Seite. Oh nö, hier ist so eine Riesenratte. Tobi, hilf mal. Ach du Scheiße, Alter. Ich glaube, wir haben festgestellt, Pascal kann nicht für sein Leben kämpfen, selbst wenn er da. Ja, aber diese Riesenratten sind halt schon. So normale Ratte kommen mir zurecht, diese Riesenratte ist jetzt schon scheiße, ne? Ich hab die Machete vergessen.
Okay, dann gehe ich sie mal holen, bin ich sowieso schon noch. Also ich bin hier in dem Großraumbüro. Jo. Hinter dem Tower, da ist so ein Gebäude, das sieht aus wie ein Regierungsgebäude. Sonst noch irgendwas, was ich mitbringen soll, was ihr vergessen habt? Nö. Okay, hier. Da. Oh, hier gibt's Kaffeeautomaten, Leute. Hier hat man Planken in seiner Schreibtischschublade. Ja, was halt so normale Angestellte des Amtes halt eben haben, ne? Schrott. Die Standard, die normalen deutschen Büroplanken halt. Ja. Falls halt mal der Fußboden kaputt geht. Also übrigens, Raphael kennt ihr vielleicht auch aus Satisfactory und Factorio. Das habe ich, glaube ich, noch und nicht gesagt. Und aus den wenigen Folgen Subnautica, die irgendwann mal rausgekommen sind. Ich habe einen Steinpfeil gefunden. Oh, danke. Ein bisschen Müll. Random, aber okay. Einfach ein Steinpfeil. Da liegen irgendwelche Akten mit Kaffeeflecken noch ein drauf. Büro, Alter. Warum ist eine Automatenmünze in dem Mülleimer? Hier ist noch ein Metallpfeil. Was haben die denn mit den Metallpfeilen hier in dem Klebeband. Wo seid ihr jetzt eigentlich? Großraumbüro. Hinter dem... Also auf der gegenüberliegenden Seite von dem Raft, beziehungsweise von der Statue, mit dem Mittelpunkt von, das Hauptgebäude dort. Da ist so ein großes Haus, das ist, hat die Nummer 8. Da musst du hoch. Ein 12 sind wir gerade. Mhm. Übrigens, Tobi, egal ob du links oder rechts zur Wohnung reinläufst, ist beides die gleiche Wohnung. Ich weiß. Und es ist keine Wohnung. Wir fahren jetzt zur 14. Ja, und hier ist eine Machete, die noch fehlt. Zum Öffnen. Also in der 12 gibt es irgendwo eine Tür, die mit Machete geöffnet werden muss. Ja, ja ich... Ratte, Ratte! Wieso können die Ratte eigentlich sliden und ich nicht? Übrigens hier oben in der 14 gilt das gleiche wieder. Oh, noch mehr Büros. Alter, wer soll denn das alles looten? Da ist man das Sliden einmal von Satisfactory gewöhnt und dann darf man nicht. Mhm. Aber die Ratten dürfen es. Hm. Auch interessant. Ich hatte hier gerade zwei Rollen Klebeband übereinander lagen, habe erst die untere genommen und die obere ist in der Luft geschwebt. Ah, komisch. Ich habe Bananen dabei, kann ich essen. Die bringen ja gar nichts. Kann man Bananen nicht auf den Grill legen? Grillbanane. Ah, Billard spielen. Können wir das Zeug mitnehmen, ey? Ich will auch so einen bequemen Bürostuhl haben. Ja. Dem sitzt halt oben im Steuer. Na gut. Hast du die Tür aufgemacht und gelootet? Jetzt ist ein Metallspeer drin. Mit einem Metallpfeil. Ja, warum haben Anna, die alle Speere und Pfeile? Ach, das ist ein... Okay. Das ist ein bisschen... Wo muss ich denn die Machete verwenden? Komm her. Zum Fahrstuhl. Ja. Moment, wo ist der Fahrstuhl? Wo sind unsere Namen? Wo sind Raphael und mein Name? Da, irgendwo. Hier. Ey! Ich hab mich wieder hochgeholt. Die Tür ist... Nicht hier. Nee, hier auch nicht. Irgendwo hier auf der Etage. Cool, jetzt rennen wir hier zu viert rum. Toll. Toilette? Großraumbüro? Hä? Die habe ich zweimal gesehen, als ich hier durchgegangen bin. Ich habe die auch gesehen. Hä? Oder ist die Tasche zu groß? Das ist so unübersichtlich. Ja, vor allem du läufst ja durchs Badezimmer durch, einfach random. Toiletten. Hier ist die nächste Ecke, da ist Wand, da ist Wand. Hier ist ein Raum, hier ist es.
Das sieht nach Chefsache aus. Ja. Kokosnusshähnchen. Hatten wir schon. Kennen wir schon. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir noch einmal in das Gebäude mit dem Sicherheitsraum. Du hast von einem geheimen Knopf gelabert. Jo. Sag mal den Leuten, wo der geheime Knopf ist. Hast du gerade einen rohen Fisch gegessen, Raphael? Ja. Grill den. Roh bringt der nichts. Hier hast du Bananen. Ich hatte einen Fisch dabei. Weil da kann ich Steine auf Roboter schmeißen. Ja, bestimmt. Solltest du gehen? Sollte ich gehen? Ja, es geht! Tobi fängt an, Steine nach der Polizei zu werfen. Keine falschen Aussagen hier. Keine falschen Aussagen. Nee, hier war es nicht. Das war irgendwo in so einer Einbuchtung. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal den Elevator. Das oh mein Gott, ganz viel Loot. Und hier ist ein Fahrstuhl. Ich glaube, ich habe euch gerade ein bisschen verloren. Einfach die Schilder vom Elevator folgen. Gut. Das sind grüne Schilder. So, 0, 8 und minus 4 gibt's hier. Oben links ist so ein Knopf bei der Tür. Oh mein Gott, lol. Krass. Ey, wenn man es weiß, dann fällt es halt ultra direkt auf, aber. Muss man sich schon ein bisschen umschauen, um zu sehen, okay, warte mal, da oben ist irgendein Metalldings, was nicht aussieht wie der Rest vom Fahrstuhl. Oder wie in den anderen Fahrstühlen. Let's go. Geheimer Knopf. Oh lol. Jetzt geht's aber ein bisschen weit nach unten. Wie kann dieses Teil, was auf dem Meer schwimmt, so viele Untergeschosse haben? Ja. Frag die Leute, die das Ganze konstruiert haben. Vielleicht hat es einen sehr hohen Tiefgang. Minus 20. Ach du Heilige. Oh, Steam Achievement. You should not be here. Hm. Ich habe eine Kassette gefunden. Eine Kassette einfach als Item oder hat die auch irgendwas gebracht? Als Item. Warte mal, was ist das hier? Braucht man vielleicht irgendwie einen Kassettenspieler oder so? Vielleicht in den Notizen ist auch eine Kassette abgebildet, beziehungsweise dran getaped worden in eine der Notizen. Die war aber schon vorher dort, glaube ich. Ja. Und sonst noch irgendwas? Haben wir hier einen Kassettenrekorder, mit dem wir das abspielen können? Wir haben unser Radio. Aber kann man dafür eine Kassette reinstecken? Ja, stimmt. Vielleicht also kann man da eine Kassette rein. Das Radio steht wieder zurück. Oder ist es... Beim Raft steht das. Ja. Ah. Ja, dann können wir gleich mal durchtauchen hier. Aber sonst durchgehen. Ist hier unten auch nichts mehr. Ah nee, minus 4 müssen wir, ne? Ja. Wir können auch in die 0 gehen. Ja, aber... Kommen auch raus, oder? Ja. Wollt man zurück zur Cafeteria? Ne, wir wollen ja zurück zum Raft. Stimmt, da ist aber 0 der schnellere Weg. Oder? Ach, ich hab keine Ahnung. Würde ich auch behaupten wollen. Ja, das mit dem Schild out of order. Ja, aber einer der Friseure war in der Nähe hier. Das wusste ich noch. Ja, sie ist halt Barber, ist hier. Es gibt aber zwei. Wir können uns auch die 6 bzw. die 2 merken. Okay, dann war ich ja mit 8 sogar rechnerisch in der Nähe. Na, hier ist die 8. Ja. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin auch in die falsche Richtung gelaufen. Ah ja. Ja, immerhin laufen wir alle nach. Ja. Hier ist der andere Barbershop, glaube ich. Das war ein rotes Schild dort. So ein bisschen wie die Lemminge. Machen wir alle eine laufen mal hinterher. Auch wenn Abgrund. Warum kommt. Sollten wir nicht? Ja, ich hab Hunger, ich kann nicht mehr. Dort ist Scheiß Burger. Pascal, hier hinter dir. Ich hab Erdbeeren. Mahlzeit. Sehr gut. Die können wir zum Kochen verwenden. Also nicht essen. Wollen wir uns schön Burger holen? Man kann Erdbeerkuchen machen. Nee, Marmeladensteak oder so.
Ja, Steak mit Marmelade gibt's nämlich. Ah nee, hier ist er. Ach, hier sind wir gar nicht da. Wie habe ich es jetzt schon wieder geschafft? Wir sind wirklich einmal rumgegangen. Ich bin so dumm. Einmal im Kreis rennen. Ja, dann haben wir uns das gerade nochmal angeschaut hier. Ja, du musst ihn nicht tasern lassen, Hanna. Ich weiß, ich wollte eigentlich mehr gucken, ob das schon. Aua. Ob das schon vorher. Ich gehe auch. Was du sagst, wie? Ich muss. Aber ich renne durchgehend, du standest da und wurde einfach getasert. Ja, ich hab mich beim Rennen erwischt. So, es ist auch sehr schön praktisch, damit die Rampe hier auf unser Floß direkt aber eben umparken. Möchte noch jemand etwas Pflanzliches holen mit den Münzen? Ja, so Pflanzen. Der Hai erknabbert und knabbert und knabbert und knabbert alles weg. Erknabbert. Erknabbert ein Knabbers. Ja, wir sind nämlich dabei, gerade ein bisschen auszubauen. Die Kraft. Jupp. Genau, hier wird noch erweitert. Hinten eine zweite rein. Ja. Ja. Zum einen das und zum anderen so das links und rechts noch ein bisschen breiter werden und dann nach vorne hin spitz zulaufend. So allgemein ein bisschen mehr Platz haben. Und wir brauchen irgendeinen Bedarf für die Planken, wenn wir schon kein Haus mehr zu bauen haben. Und dann können wir zum Beispiel auch schöne Sachen wie ein Gewächshaus jetzt zum Beispiel noch extra bauen, dass die ganzen Möwen das nicht mehr wegpicken. Zeug. Oder können zum Beispiel auch ein Bienenhaus bauen oder so. Wer hatte die Kassette? Raphael. Raphael, wo bist du? Da. Ich bin da, wo ich logischerweise bin. In meinem Zimmer. So. Und schäme mich. Dann ja, wisst ihr übrigens auch, warum wir noch so eine schwarze Tür mit Fragezeichen hingebaut haben. Richtig. Weil wir damals schon wussten, dass Raphael, gibst du mir mal die Kassette? Kassette. Ich hab eh keinen Platz im Inventar. Komm einfach mit runter. Was ist eigentlich für ein Schild hier, Raphael, in der Wand mit Egg? Einfach so ein sinnloses Schild, was ich dahin gemacht habe, weil... Jetzt könntest du noch ein Item oder irgendwas reintun in das Schild. Ja, könnte ich. Ein Rahmen. Nicht. Es ist aus der Stadtkiste raus, das ist der Hauptsache. Ja. Wer hat Ton in die Stadtkiste getan? Wer hat was? Ton in die Stadtkiste. Gute Frage. Wo ist das Radio? Ich hab's. Tobi. Das Einzige, was wir machen müssen, ist wieder zurückgehen. Wo treffen wir uns? Jobs. Ja, danke. Warte mal. Guckt, wenn ihr euch die Gemüsesuppe nehmt, dass ihr auch mit 4 Kartoffeln oder 4 Rüben oder 2 Kartoffeln und 2 Rüben, ist völlig egal, dort das nachfüllt, dass der nächste auch wieder was hat. Okay. Ah, stimmt, weil wir haben jetzt das, beim Vorspiel haben wir jetzt das Rezept der Gemüsesuppe gefunden, ne? Und die ist halt einfach so ein Rezept, was halt auch ultra viel bringt, die aber nur 4 Rüben oder Kartoffeln benötigt. Deswegen, ne? Und da haben wir jetzt hier so ein kleines Pflanzfeld, wo, so wir 3 Sachen anpflanzen können, halt eben Kartoffeln und Rüben. Und dann können wir hier einfach uns en masse halt eben hier auf der Kassette so craften, ist die halt extrem nahrhaft sind. Fahrstuhlmusik. Ja. Die Kassette heißt auch Elevator Tangaroa Kassette. Ja. Aber wenn wir jetzt mal irgendwo Dings finden, dann können wir immer. Ich finde, wir sollten die Suppen schön auf Vorrat produzieren und dann hier irgendwie in der Essenskiste mit reinpfeffern. Kann Suppen eigentlich stapeln? Mich würde auch mal interessieren, wo wir uns jetzt eigentlich treffen. Treffen wir uns irgendwo? Müssen wir noch irgendwas mehr machen? Weiß es nicht. Stimmt, ich glaube, ich hatte, warte mal, ich guck mal ganz kurz auf Steam. Gerade. Warte mal. We should not be here, small spender. Aber ich glaube, Tangaroa Historien, das habe ich noch nicht. Lad. Wo haben wir was? Was muss man für Tangaroa Historien machen? Alle Notizen finden. Nee, haben wir noch nicht. Das heißt, es fehlen noch Notizen. Da ist wahrscheinlich hinter dem Puzzle oder so noch eine Notiz. Stimmt, ich bin doch dumm, das haben wir doch ganz vergessen. Das heißt, klar, wir sind noch lange nicht fertig. Warte, Tobi, hier oben haben wir so eine Ecke, wo der Kamin drin steht. Da können wir natürlich eine Tür reinbauen und da einfach eine Toilettenecke reinmachen. Den Kamin woanders hinstellen. Okay. Das ist eine 8. Hier die Ecke. Jo! Wie geil! Bau da Toilettenecke drauf. Tranquil Street.
Ich bräuchte einen Glashaufen. Also, oh, ist dieses Klavier riesig, ey. Also was brauche ich für Gemüsesuppe nochmal? Die Rezepte stehen auch da. Vier Kartoffeln, vier Rüben oder jegliche andere Kombination aus diesen beiden Dingern. Auf jeden Fall vier. Ja, die musst du hinlegen. Gut. Ja, ich will mal so ein bisschen drehen, den Flügel. Warte mal, hier gibt's ein Lied. Warte. Scheiße, war der Ton. Warte. Hier, Tobi, Toilette. Ah. Okay. Tobi benutzt das Klavier. One to go. Und sogar Ausblick von der Toilette. Ja, ich kann rausschauen, während ich auf dem Pott sitze. Ich will auch mal. War cool. Warte mal, ich baue den noch ein bisschen um. Dann kann man. Eieiei. Ich habe jetzt 3 aus 4 Zahlen definitiv bestimmt. Bei der 4. Zahl bin ich mir noch nicht ganz sicher. Musst du mal erklären, wie du es gemacht hast. Naja, du hast einfach die Straßen, dann hast du verschiedene Läden auf den Straßen. Und gerade, ich meine, zum Beispiel Exterior Lane hat ja diesen Burger dahinter. Mhm. Und... Okay, dann nimmst du den Burger da und schaust, welche Hausnummer der hat. Genau. Ah, okay. Schlau. Also, ich weiß nicht, kennt ihr so Exit-Spiele? Oder so allgemein Escape-Zeug. Da habe ich letztens eins gespielt. Das war auch cool. Und bist du rausgekommen? Ja, in 80 Minuten. Ich spiele immer noch diese VR-Spiele. Das wär's ja nicht hier, ne? Das wäre auch cool. So, mein Problem gerade bei der einen Dings ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das richtig erwischt habe. Kannst ja ausprobieren. Du hast ja nicht dafür bestraft. Naja, wir gehen dann gleich mal hoch und dann probieren wir die. Also wenn es nur 2-3 Kombinationen sind, die es sein können, dann ist ja egal, dann können wir das eben ausprobieren. Es geht nur darum, dass wir zumindest 3 Zahlen halt haben. Aber ich weiß nicht, was anderes sein muss. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich nur dieser eine Teil der Straße ist. Ich habe nur den Turm gesucht, der war so immer schwer zu finden. Und, hat das funktioniert? Oder hast du noch nicht ausprobiert? Ich hab's noch nicht ausprobiert. Hä? Ich wollte, dass ihr... Lol. Ich wollte, dass Kana das macht, weil ich das ausprobiert habe. Sind da 2 oder 1? Den werde ich aufnehmen. 2. Sag nochmal an. 4. 8. 4. 8. 1. 3. So, was war das eigentlich für ein Emergency Override? Oh. Dieser Emergency Override. Jetzt hat das Teil kein Dach mehr. Oh. Lounge. Okay. Und jetzt müssen wir mal da runter gehen. Ach, nur Leute, gucken, was über da der Kuppel drin ist. Krass. Hm. Ich war hier noch nie hier oben. Wir könnten auch einfach auf die Kuppel draufspringen und runterrutschen. Das geht, glaube ich, auch. In welche Richtung ist die runter? Weiß es noch einer? Müsste man eigentlich sehen. Ich geh einfach rundherum, dann siehst du es irgendwann. Ja. Das ist eine Leiter, das heißt, wo man hochklettern kann in der Luke. Mhm. Die nutze ich mal. Na, warte doch bitte, da muss ich weniger schneiden. Ja, okay, ich kletter nur aufs Dach hoch, okay, weil ich nicht im Wasser schwimmen will. Dieser ich hab's auch gefunden. Ist. Ja, du bist doch eh hinter mir. Ja, siehste, da bist du ja. Jetzt war ich neben dir, deswegen habe ich dich nicht gesehen. Ey. Auf ins Dachfenster. Juhu. Hä? Ich komm. Ach doch, lol. Bauplan. Wassertank. Hinweis. Hinweis? Okay. Sprich mit Elaine, machen wir gleich. Wir durchsuchen erstmal. Mein
Das war alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ja, das, Ruhe. Wir haben das auch das Achievement. Using engines that have barely been tested, held together by the sweat and tears of our crew, but we were never sustainable. I should have accepted that much. When the rafters arrived, I could have let them starve with us, but I didn't. The only right choice was to abandon Tangaroa to the waves. Now I will stay here, trapped in the cockpit with two dozen idiots who used to run the world. Don't worry. We'll pay for our sins before the end. Ah. Wer ist das hier? You there! Get me out of this thing! Oh, thanks. Next time I would appreciate a heads up before launching. I tried to leave when the first shots were fired. Tangaroa was doomed from the start. If you get me a ride out of here, I can offer you entrepreneurial consulting. Plus, I did some sailing in my youth, won a few championships. I'll be useful. Wonderful. You can count on me. Irgendwas zu trinken? Ja, hier. Meine Flaschen sind leer mittlerweile. Okay, und was kriegen wir dafür jetzt? Witzig, ja, man danke, kann... jetzt nicht nochmal aktivieren müssen. Ja. Man kann jetzt, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, als dieser Charakter spielen. Ja, ja. Richtig. So, gibt es jetzt sonst noch irgendwas? Außer viel Unordnung? Nee. Müsste irgendwo eine Note mit Koordinaten sein. Außer Tobi hat die schon. Nee, gesammelt. Die bekommst du automatisch. Wir haben Varuna Point 4625. Hm. Haben wir jetzt so? Ja, ja. Also sind wir durch mit. Also sind wir jetzt hier durch mit. Dem Golfball. Jo, wir sind hier durch. Raus? Über die Dach. Die Leiter? Leitern sind immer eine gute Sache. Ja. Wir sind übrigens genau auf der entgegengesetzten Seite, wo wir das Raft ist. Fahren wir gleich zum nächsten? Ja, ja. Würde ich sagen. Aber ich würde sagen, bis dahin beenden wir erstmal die Folge hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Bis dahin, ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie das hier geht. Wir müssen zurück und jemand muss den Anker lichten. Jo, Anker los. Wenn man dann einen elektrischen Anker hat, was bestimmt später geht, kann man hier sogar den Hangar hoch und runter ziehen. Allerdings haben wir das noch nicht, deshalb müssen wir hier erst an und aus. Und hier können wir die vorwärts-rückwärts einstellen. Das ist sehr praktisch, sagen wir es mal so. Aber dann war es jetzt erstmal hier von der Seite und ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.